jetzt versuche ich nochmal mein Glück. Okay, also ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig bin und ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin und ich weiß überhaupt nicht, wie ich an diesen scheiß Vieh vorbeikommen soll. Ich höre den doch schon wieder. Für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Ich würde jetzt gerne erstmal speichern wollen. Oh Mann. Ja, ich möchte speichern. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Ich meine, also das Spiel schon, aber so halt, so ein Angsthase wie ich. Ripley? Ist das Ripley? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr.
Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Nice. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob ich sterbe oder nicht. Ich habe schwitzige Hände wie Sau, ohne Witze. Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Will ich aber nicht. Und? Ist ja nicht so, dass das Alien die ganze Zeit hier so reinrennt. Ich noch mal lieber ab. Man weiß ja nie, ne? Vielleicht wollen die mich auch nur überfallen oder so. Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssen den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Okay, und wo ist dieses Büro? Ganz andere Richtung, wo ich hin will eigentlich. Aber wir durchsuchen erstmal alles hier. Oder ich verstecke mich. Naja.
fühle mich so, so unbeobachtet. Denke ich mal, dass ich hier rein soll. Bastelt zwar hier alles mögliche Zeugs. Inventar kann nicht voll sein. Was geht denn da? Okay. Wo ist kein Monster hier? Ich speichere lieber nochmal ab. Komm. Ich weiß gar nicht. Ich hab doch jetzt, glaube ich, alles, oder? Ich war doch jetzt gerade in diesem komischen Büro drinne, da wo ich rein soll. Oder soll ich denen irgendwie hier helfen, hier rauszukommen? Aber wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Schlüssel nicht gerade in der Hand gehabt. Stromwiederherstellung, okay. Guten Tag. Bin ich jetzt im Fernsehen? Das gefällt mir alles gar nicht so. Internöl, das ist uninteressant. Da kann ich mich verstecken. Ich glaube, ich muss mich noch nicht verstecken. Wobei, diesen scheiß Alien ist alles möglich. Das ist die Frage. Ah, Moment. Ich weiß doch nicht, ob das so... Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo... Tragische Fälle. Keine... Nein, nein, das ist der falsche Weg. Okay, wie ich es liebe.
funktioniert beim ersten Mal. Hey! Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Mal gucken. Dr. Lingi benötigt hier... Was? Okay. Fehler. Ups. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Warnung. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Ich habe gar keinen Code gesehen. Fuck you. Ja, und ob ich lebend hier rauskomme oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play Aliens Isolation. Hier ist euer Eltoxical. Er ist raus. Tschüss.